Moin Moin, ihr geilen Schnittchen. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Und heute testen wir mal die Safari-Zone aus. Und ich hoffe, man kann sie schon benutzen. Ich weiß es natürlich ehrlich gesagt noch nicht. Schauen wir mal nach. Hallo, willkommen in der Safari-Zone. Der Eintritt ist frei und du kannst so viele Pokémon fangen, wie du möchtest. Toll, oder? Ja, klar, Mann. Hä? Das war aber mal anders. Das kostete doch mal was. Gibt's hier auch Pokémon? Hallo? Hallihallo und herzlich willkommen. Ich wünsche dir, dass du vielen Pokémon begegnest. Ach so. Solltest du unterwegs Pokébälle auf dem Boden finden, dann wurden diese wohl von anderen Besuchern vergessen oder gar achtlos weggeworfen. Jedenfalls hat niemand Anspruch auf sie erhoben. Wir müssen sie sowieso irgendwann recyceln. Also tu dir keinen Zwang an und heb sie einfach auf, wenn du magst. Okay, das ist jetzt... Wow, ich dachte jetzt... Wie geht er nochmal hier mit dem Springen? So, zack. Hui. Was auch immer wir da hier oben finden können. Aber hier gibt es bestimmt auch noch irgendwas Bestimmtes. Zum Beispiel Items. Ne? Achso, ich muss hier rüberfahren dann, ne? Zack. Hui. Ach du Scheiße. Hoch. Geh dann nicht nach oben. Hä? Wie komme ich denn dann da hoch? Ah. Alter. Tricky, tricky. Und jetzt? Gibt's hier noch was? Gibt's hier nichts. Okay, wir brauchen irgendwie beide Räder auf jeden Fall hier. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt beide parallel haben kann. Oh, da ist ein neues Pokémon. Das haben wir noch nicht. Ach, scheiße. Oh, nein. Verkackt. Verkackt, Leute. Verkackt. Wie groß ist denn die Safari-Zone? Hier gibt es erstmal wieder Dufloors. Och, Mann, ey. Ich dachte, man hat jetzt hier so ein bisschen kompetitiven Charakter. Das fand ich eigentlich damals relativ cool. Finde ich echt ein bisschen schade, dass sie das weggenommen haben. Quasi diese Möglichkeit. Wo ist es? Da. So, das haben wir noch nicht. Was ist denn das? Enton! Das ist doch ein Enton, oder? Enton! Cooles Pokémon. Sehr, sehr lustiges Pokémon. Werden wir mal unser lustiges Metagross einsetzen. Mit der schönen Zurückhaltung. Und dann dieses leckere Pokémon fangen. Ja, aber echt, das ist jetzt halt wie halt normales Gras. Aber auf der Route und vielleicht mit ein bisschen mehr Tricky irgendwelche Sachen erreichen oder sowas, aber huh. Das macht mich jetzt nicht so ultramäßig an. Ich weiß gar nicht, was ich denn hier noch alles hätte fangen können so oder was man hier alles so fangen kann. Aber irgendwie so, nee, also, ein bisschen enttäuscht bin ich jetzt schon, ehrlich gesagt. Die früheren coolen Safari-Zonen, hey, du darfst nur 500 Schritte laufen und dann musst du es schaffen, so und so viele Pokémon zu fangen. Das war cool. Das war richtig nice. Oder waren es 5 Minuten? Ich weiß es gar nicht mehr. 500 Minuten? 500 Minuten. 5 Minuten? Oder so, ich weiß nicht mehr. Entenmännlich. Enton besitzt mystische Kräfte. Wenn es sie einsetzt, erinnert es sich nicht mehr daran. Es kann ein solches Ereignis offensichtlich nicht im Gedächtnis behalten, da es sich in einem tief schlafähnlichen Zustand versetzt. Oh ja, aber nur wenn er Kopfschmerzen kriegt. Oder es. Ja. Nee. Kann ich hier runter? Hey, kann man gar nicht runter, oder was? Wie, das war es sogar schon? Das heißt doch, dass man alles schon gesehen hat. Das heißt, es gibt nur noch, was ist das, Garados? Nee, Garados haben wir ja schon. Keine Ahnung. Goldini und Golking? Das war's dann? Echt jetzt? Wow, ist die Safari-Zone behindert mittlerweile. Also, keine Ahnung. Oder ich check's einfach nicht. Kann natürlich auch sein.
Hui. So, was haben wir hier Tolles? Spreng, spreng, spreng. Spreng, 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 spreng. Nee, Alter. Ohne Spaß. Enttäuschung. Hui. Ach, hier ist nicht mal was. Wow. Ich will hier wieder raus, Alter. Nee. Das war verschwendete Aufnahmezeit hier. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob es hier echt irgendwas Spannendes zu sehen gibt. Oh. Moment. Die Safari-Zone ist unterteilt in verschiedene Teile. Weil hier gibt es wieder andere Pokémon als da oben. Cool. Okay. Ist schön zum Pokémon fangen, aber... Ja. Ja. Aber jetzt nicht zum... Also ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie 1000 Pokémon zu fangen. Da habt ihr wahrscheinlich auch nicht gerade so die Lust drauf. Deswegen gehen wir jetzt einfach wieder zurück Richtung Pyroberg. Da müssen wir, glaube ich, hin. Da ist nämlich Team Aqua. Macht irgendwelche Dummheit schon. So, Dodo fangen wir noch. Auch schön. Nehmen wir direkt. Ah, nein, Metagross schläft noch. Nein. Ob ein Zauberschein es tötet? Schauen wir mal. Ne, nice. Richtig gut, genau ein HP. Irgendjemand hat mir in die Kommentare geschrieben, ich sollte unbedingt noch einen Hyperball oder Hyperbälle holen. Weil man scheinbar bald auf Kyogre trifft. Ich weiß das gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Und naja, 19 bzw. 20 waren es ja da noch. Sind eigentlich nicht genug, scheinbar. Jetzt ist die Frage halt, die ich mir stelle, komme ich vorher noch in eine Stadt, sodass ich da hinfliegen kann? Oder nicht? Weil ich glaube, man kann nur immer von fliegen, also fliegen, ne? Fliegen von fliegen. Fliegen und dann fliegen. Also zu Städten fliegen und so. Dodo ist gefangen. Was ist das, Typ? Normal, Flug wahrscheinlich, ja. Registriert. Dodo hat zwei Köpfe mit absolut identischen Gehirn. Eine wissenschaftliche Studie hat allerdings nachgewiesen, dass es auch Exemplare dieses Pokémon gibt, die zwei unterschiedliche Gehirne haben. Wow. Hey, es gibt eineiige Dodos und zweieiige Dodos. Toll. So, ja, scheiß auf Pikachu. Haben wir ja schon. Wow, okay. Das war jetzt nicht das, was ich mir ehrlich gesagt erhofft hatte. Aber da mache ich jetzt gar nichts dran. Außer mal kurz eine Beere gegen Schlaf benutzen. Maronbeere. Yum, yum, yum. Und dann heilen wir nochmal unser schönes Pokémon mit einem leckeren Hypertrank. Na, ah, da unten ist ein Supertrank. Nehmen wir doch mal eher den Supertrank. Hui. Haben wir zwar nicht volles Leben, aber wir haben auch viele KPs nicht verschwendet. So, wenn wir jetzt Pokémon fliegen wollen lassen, wo können wir hinfliegen? Ich kann bis zur Safari... Sehr gut. Das ist gut zu wissen, dass wir bis zur Safari-Zone fliegen können. Ui, was eine Animation. Wow, wir sind jetzt 2 Meter geflogen. Geil. Ja, dann gehe ich jetzt Hyperbälle eben kaufen. Das ist doch eine super Sache. Das ist doch eine schöne Sache. So, zack. Einmal schön wieder nach Baumhausen City. Zack, wir haben es ja. Wir könnten eigentlich noch irgendwann mal unser Fossil entwickeln lassen. Bestimmt dann in Metaross City, oder? Hätte ich jetzt mal so gesagt, spontan. Alter, was war das für ein Ninja Nisa? Der hat sich voll angeschlichen. Der kam ganz plötzlich. Krass. So schnell kann ich gar nicht reagieren. So. Scheiß drauf, wir nehmen jetzt hier einfach mal 40 Stück. Dann holen wir noch ein paar Supertränke, weil wir ja noch nicht so viele haben. 10 Stück. So, jetzt haben wir erstmal weniger Geld, aber wir haben jetzt genug Hyperbälle für die nächsten paar Pokémon, denke ich. Ich denke, das wird ja wohl reichen, um irgendwelche Pokémon hier zu fangen. Dann gehen wir nochmal eben ins Pokémon-Center. Da habe ich eigentlich den Supertrank gerade voll verschwendet. Aber das ist uns egal. So, ja, lass uns mal fit machen. Hm, ihr braucht deine Pokéballe. Ja, jetzt stecke ich die rein. Zack, 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 zack. Zack. Piep, 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 piep. So, ihr habt die alle geheilt. Das war total easy. Boah, muss ja echt Spaß machen, dieser Beruf. Da die ganze Zeit wieder reinstellen und dann wieder weg und dann wieder hinstellen und... Nee. Also ich möchte nicht Pokémon-Krankenschwester werden.
Da ist doch der Tierarzt deutlich interessanter. So, Brigitte. Hast du gar nicht gefunden? Nein, nicht Bericht. Nein, nein, nein. Zurück, zurück, zurück. Fliegen Richtung Safari-Zone. So. So, Prost. Erstmal einen Schluck Pfefferminztee nehmen. Nom, nom, nom. So. Angeflogen, rein zurück. Tschüss und, ja. Dann mal Hallo sagen. Aber ich möchte mein Team tauschen. Suarez soll mal an zwei sein, weil jetzt wird dieser Doppelkampf sein. Höchstwahrscheinlich. Und ja. Wenn wir zu zweit sind, dann brauchen wir uns vor nichts zu fürchten. Im Gegenteil, wir lernen dich das fürchten. Wenn wir zu zweit sind, so brauchen wir uns vor nichts zu fürchten. Im Gegenteil, wir lernen dich das fürchten. Boah, immer die zwei gleichen Scheißgelaberkacke da. Senior und Junior, Eva und Ute mit Pandir und Leta King. Ja, kriegen wir hin. Das wird doch richtig schnuckelig. Schöner Zauberschein. Trifft nämlich beide. Schöner Söppen. Trifft auch Brigitte. Stinkt. Scheiß drauf. Treffen halt Brigitte. Ja, Mann. Warm. Ja, guck hier. Machen genug Schaden. Gena. Gena ist doof. So, Zauberschein. Dann macht Pandir, machen wir damit weg. Müssen uns nur noch um das Leta-King kümmern. Brigitte hat 89 Erfahrungspunkte. Das ist Level 41. Geilo. Lololo. Suarez kriegt auch ein bisschen Erfahrungspunkte. Wunderbar. Suarez. Drachenpuls, oder? Drachenpuls ist cool. Drachenpuls ist super. Und du nimmst Gewissheit. Gewissheit ist auch gut. Unlicht macht dir immer nicht viel Schaden. Oh. Wie? Leta King. Achso, Leta King Fallens. Ja, das ist gut. Nee, für die nervige Attacke. Also mit Leta King würde ich nicht zocken wollen. Dann doch so. Weil ist echt nervig, doof. Und so. So, geil. Level 46 für Metagross. Wirst wieder nichts tun. Super. Da bin ich kein gutes Vorbild für dich gewesen. Es tut mir leid. Ich war keine große Hilfe. Schade, schade. So. Wo gehen wir denn jetzt lang? Können wir hier unten noch hin? Was ist denn hier? Was ist hier? Pier am Pyroberg. Was? Das Schild ist alt und verwittert. Die Worte sind kaum lesbar. Vor uns erhebt sich der Pyroberg. An diesem Ort wird der von uns gegangenen Pokémon gedacht. Ich bin eine Pokémon-Center-Angestellte auf Wanderschaft. Ich pepple deine Wow, sehr schön. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ach so, und jetzt kann ich dann darüber fahren. Okay, klar, logisch. Die Frage ist, wo lang müssen wir denn jetzt? Müssen wir jetzt zum Pyro? Oh. Gehen wir doch erstmal hier die Zerschneider einsetzen. Möchte ich jetzt erst zum Pyroberg? Oh, da möchte ich jetzt... Ah, wo möchten wir hin? Wo möchten wir hin? Oder nach Seegras Obsidi? Mal gucken. Wie weit ist denn Seegras Obsidi entfernt? Vielleicht werden wir da auch aufgehalten. Checken wir das mal ab. Pyroberg können wir ja auch noch dann später gleich gehen. So, hier kriegen wir auch noch ein paar Items. Auch super. Hm, Topschutz. Lecker, lecker. Nehmen wir gerne mit. Dankeschön. So, hallo. Mit meinem Pokémon habe ich schon die ganze Welt bereist. Man könnte also sagen, dass ich durchaus ein gewisses Vertrauen in mein Können habe. Oh, du kleiner Snob, Alter. Oh, Gentleman Abraham setzt Voltenso ein. Voltenso ist ganz schön gay gegen Flieger. Ich hoffe, Brigitte ist schnell genug, um nach oben fliegen zu können. Nein! Sehr schlecht. Okay, zum Glück ist es nur ein Schnüffler. Und keine dicke Elektroattacke. Das wäre, glaube ich, gar nicht so geil geworden. Donnerzahn. Uiuiui. Nee, nee, nee. Lass das mal lieber. Oh. Flug ist nicht sehr effektiv. Stinkt. Ach komm, Pokémon wechseln. Gib ihm einfach Arthus. Mein Gott. Warum denn so viel Stress machen?
wenn wir nicht einfach hier wie Brava zocken können. So, Donnerzahn hat natürlich keine Wirkung. Haha. Erdbeben. Schnüffler. Ja, ich bin aber kein Geist, also bringt ja das nichts. Tschüss. Die Attacke ist sehr effektiv. Yippie. 1245 Erfahrungspunkte. Geil, geil, geil. 40, Level 40 mittlerweile. Arthur versucht Aufruhr zu erlernen. Ich bringe uns in Aufruhr. Ui. Anwender greift an, indem er über 3 Runden hinweg ein Aufruhr erzeugt. Verhindert Schlaf. Gar nicht mal so eine Scheißattacke, aber ich wüsste nicht für was. Steinhagel und Unlicht will ich eigentlich behalten. Beziehungsweise halt Gestein und Unlicht und Erdbeben sowieso und ja, Schaufel eigentlich auch wegen der Fähigkeit. Ne. Dann machen wir weg. Kein Aufruhr. Jo. Wollen wir nicht, wollen wir nicht, wollen wir nicht. So, Level 36, sehr schön. Geht voran. Gute Leistung, Respekt. Yo, Bro Fist, klatsch ein. So, dann werden wir jetzt mal Suarez auf die 1 setzen. Der muss nämlich noch ein bisschen nachleveln. Oder sie. Das ist ja eine sie. Sie muss ein wenig nachleveln. Okay, kommen wir nicht an das Item ran. Gehen wir nochmal hier dahin. Dahin, dahin, dahin. Hier ist nix. Nee, hier ist nix. Das. Snacky, snacky. Kaboom. Nice. Also wir können irgendwann eigentlich unser so ein Pokémon richtig stark machen. So viele Sachen, die wir mittlerweile da haben. Kommen wir hier durch? Nee. Hallo! Yeah, der Pokémon-Fan ist wieder da! Yeah! Ich liebe die Musik! Möchtest du mein wunderhübsches Pokémon streicheln? Gibt's auch auf YouTube? Habe ich schon direkt nachgeguckt. Pikachu stinkt natürlich jetzt auch hart gegen ein Wasser-Pokémon. Muss ich ja mal sagen. Da müssen wir leider schon wieder wechseln. Mann, wieso kommen denn jetzt so viele Elektro-Pokémon? Okay, so können wir natürlich beide ganz gut trainieren. Ist jetzt auch nicht so scheiße. Was war das? Wangengrubbler? Crazy. Doppelteam. Ja, ja, ich hoffe, wir treffen einfach trotzdem. Fluchtwert steigt. Brutz, brutz, brutz. Zack. Geil. Pika, Pika. Verkackt. So, streicheln ist was anderes, ja. Aber du hast eine coole Musik zum Kampf-Intro, sag ich jetzt mal. Ich muss ja zugeben, gestern habe ich echt hart überlegt, tatsächlich mein Pokémon-Team umzustellen. Und irgendwie Choupette reinzukriegen. Ich glaube, also ich nenne es jetzt Choupette. Oder Chapet, sagen manche. Also Choupé ist es nicht. Choupé, Choupé. Sondern Choupette. Deswegen nenne ich das Ding jetzt auch einfach Choupette. Ja, ist eigentlich interessant. Ja, vor allem mit Banette oder Banette. Das ist Banette, müsste es eigentlich auch. Das heißt nicht Banette. Eigentlich heißt es wirklich Choupé und Banette. Oder Banette. Würde ich jetzt so sagen. Aber Banette. Ja, ist mir auch egal. Ja, hatte ich echt ernsthaft überlegt. Aber ich wusste halt nicht, wen ich dafür rausschmeißen sollte. Also, wir sind ja auf dem Fliege-Pokémon angewiesen. Ja, deswegen müssen wir Altaria behalten. Klar, ich kann natürlich wieder Rüdiger nehmen. Ja, jetzt kommen wieder die ganzen Nachrichten. Dass ich Rüdiger wieder ins Team nehmen soll. Dann gibt es halt die Möglichkeit, ja, Fäuling, unser Starter-Pokémon rausschmeißen. Nein. Fritzi ist geil. Surfer brauchen wir Tohaido. Und ich finde eigentlich Vibrava ziemlich cool. Deswegen würde ich das halt auch nicht wechseln wollen. Deswegen bin ich halt auf Metagross am Ende gekommen. Aber Metagross ist halt ultra hammerstark. Und wenn ich dann Metagross austausche gegen den Choupette, dann werden wahrscheinlich viele hier auf die Barrikaden laufen. Weil natürlich Geist auch von der Kombination her deutlich schwächer ist als Stahl-Psycho.
Und Metagross, glaube ich, auch eines der wirklich stärksten Pokémon ist, die gibt. Und wer halt auch... Oh, scheiße, jetzt habe ich jetzt... Okay, eine Marumbeere. Kann man ja auch mal pflanzen. Und deswegen bin ich halt, ja, zum Schluss gekommen, Choupette doch nicht reinzubringen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich finde halt... Ich habe mir halt angeguckt, Mega Banette oder Banette. Sieht halt ultra cool aus. Das muss ich ja sagen. Ist auch geil. Und Geist ist sowieso, finde ich, auch ziemlich nice eigentlich. Aber die Geist-Pokémon, die kommen immer so spät und... Oh, nee. Gengar wäre auch geil, aber Gengar müsste man halt auch tauschen. Dann wüsste ich gar nicht, wo ich das... Also müsste ich dann Apollo tauschen und das ist dann auch ultra stressig. Ja, keine Ahnung. So, oh, Seegras Ulb City. Schön, schön. Seegras Ulb City, wo das Land endet und das Meer beginnt. Hallo. Hast du die seltsame Höhle in der Bucht am Stadtrand gesehen? Nö, bislang noch nicht. So, hallo. Ich rede jetzt einfach wieder mit ein paar Leuten. Zwischen Moosbach City und Xeneroville befindet sich ein tiefer Unterwassergraben. Das hat mir mal jemand erzählt. Ah ja. Das größte Geheimnis dieses Planeten hütet der Himeresboden. Das habe ich zumindest mal von jemandem gehört. Muss ich auch sagen, finde ich echt interessant, so diese Tiefwasserseeforschung. Ich würde ultra gerne mal so Bilder von diesen Riesenkalmaren sehen. In der Höhenregion gibt es so viele schöne Flüsse und grüne Flecken. Einfach toll. Fast so toll wie meine Heimatregion Kanto. Aber nur fast. Weil, ja, keine Ahnung, es ist, ja. Ich kann die Erinnerungen von Pokémon lesen, deswegen nennt man mich Miss Memory. Möchtest du wissen, woran sich die Pokémon in deinem Team erinnern? Jo! Spitze! Über die Erinnerung, welches deiner Pokémon möchtest du etwas wissen? Ich will mein Team natürlich mal gucken. Was weiß denn Fritzi? Fritzi hat gesehen, wie Jay ein Item eingesetzt hat. Wie hieß es noch gleich? Ach ja, Kunstrad. Es erinnert sich klar und deutlich daran, wie leid es ihm getan hat. Was? Möchtest du auch etwas über die Erinnerungen eines anderen Pokémon erfahren? Nein, die sind nämlich voller Bullshit. So ein lebender Riesenkalmar. Gab's noch nie so richtig zu sehen. Also halt immer nur so ganz kurz, dann wupps sind die mal schnell weg. Und dann auch immer so scheiß Unterseekameras. Klar, die sind halt noch nicht so von der so geil zu sehen. Vor allem ist da auch ultra dunkel, wo die leben. Ich habe von einigen Schurken gehört, die Pokémon stehlen und Meteoriten klauen. Ja, Team Aqua zum Beispiel. Ich frage mich, wie viele Arten von Pokémon es auf dieser Welt wohl gibt. Ich werde über das PSS mit Leuten, die weit weg leben, Pokémon tauschen, bis sie von jeder Art ein Exemplar, gesammelt habe. So, sorry. Wie willst du das denn machen? Es gibt doch nur legendäre Pokémon und die gibt's halt nur einmal. Sowas wie Mewtwo oder Kyogre oder Groudon. Tut mir leid. Tut mir leid. Aber die sind halt für mich schon reserviert. So. Seegras Ulb City. Was können wir denn hier sehen? Hey, Jay! Oh, was geht hier los? Ach, Maike. Bist du etwa zum Einkaufen hier? Nö. Oh, sieh mal. Das Einkaufszentrum von Seegras Ulb City zieht Trainer magisch an. Da dachte ich, du seist auch zum Shoppen da. Nicht wirklich. Ich habe mir im Einkaufszentrum jede Menge Puppen und Poster gekauft. Aber, das heißt nicht, dass ich mein Training vernachlässige. Seit unserem letzten Treffen habe ich mir auch jede Menge neue Pokémon geschnappt. Wirklich? Was glaubst du mir etwa nicht, wie gemein? Ich mache mir ja eher Sorgen, ob du deine Pokémon ordentlich trainierst, Jay. Lass uns das durch einen Kampf herausfinden. Geil! Ja, komm her. Zeig mir und meinen Pokémon, wie eifrig du und dein Pokémon-Team bei der Sache seid. Okay, Überraschung in Seegras Ulb City quasi. Hallo, Maike. Schwalboss. Wow, hast du jede Menge neue Pokémon gefangen. Sie hat jetzt Rüdiger. Oh nein, es ist ins Fremd gegangen. Oh nein. Oh, Level 37. Not bad. Aber wir haben einen geilen Eiszahn. Schauen wir mal, wer gewinnt. Ich tippe mal doch auf Suarez, ehrlich gesagt. Vor allem wegen der sehr Effektivität hier. Geil. Tschüss. So, jetzt kommt vermutlich ein... Ganzen Pokémon.
respektive Givaldo. Nee, ach, Kapilz, stimmt ja, das ist ja hier gar nicht Dingens. Pflanz-Pokémon, Pokémon wechseln. Da darf Brigitte ran. Kann mit einem schönen Fliegen agieren. Ja, los. Ja, los. Kapilz, 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 fliegen nach oben. Speed Tempo Weep. Frechheit. Ja, ist leider nicht sehr effektiv. Tschüss. Flieg empor und vernichte. Kapilz. Zack. Geil. Sporenwirt stinkt hart. Aber alles easy, alles easy. Dicke Erfahrungspunkte. Fäuling erreicht Level 46. Wunderbar. Brigitte kriegt ein bisschen Gift ab. So, als nächstes kommt Makargo. Da darf wieder dann Suarez ran, würde ich sagen. Makargo. Was ist denn Makargo? Ach ja, genau, stimmt, die Weiterentwicklung von Schneckmark. So hieß das Vier. Schon wieder ganz vergessen. Ich war gerade nicht mehr... Eine Kamerup hieß das, genau. Ja. Okay, bin gerade ein bisschen verwirrt, aber auch... Ich habe schon wieder vergessen. Kamago ist besiegt. Nee. Kamarago? Magmago? Magtago? Ich habe schon wieder vergessen. Scheiß drauf. So, Sumpex. Also, Bodenwasser. Hätten wir jetzt ein Pflanzen-Pokémon, wird uns das viel bringen. Also, wir könnten natürlich Suarez benutzen. Brigitte könnten wir auch sehr gut benutzen. Metagross könnten wir, glaube ich, nicht benutzen. Boden ist, glaube ich, effektiv gegen Stahl. Oh, ich bin gerade verwirrt. Ich glaube aber schon. Fritzi können wir nicht benutzen. Fäuling logischerweise auch nicht. Und dann bleibt noch Artus mit Boden übrig. Ist auch schlecht. Also, lassen wir Suarez. Wasser gegen Wasser. Das wird wahrscheinlich Sumpex tatsächlich gewinnen. Aber wir versuchen trotzdem unser Bestes. Giftzahn. Zack. Oh. Ach ja, stimmt. Boden. Oh, Boden gegen Gift. Mäh. Oh. Ja. Gewissheit. Hi. Oh Mann, schütze dich selbst. Stinkt hart. Gewissheit. Na, wenigstens macht das Schaden. Ja gut, das war's. Boom. Schlammbombe, zwei Schaden. Easy. Nein. Gute Suarez. Alles klar, dann. Brigitte. Zeig, was du kannst. So, da werden wir jetzt einen schönen Drachenpuls machen. Mann. Schutzschild, ey. So eine nervige Attacke. So was Unnützes. Kannst du echt nicht gebrauchen. So. Bams. Zack. Ey. Was? Immer am Leben. Die Lehmbrühe. Ist Lehmbrühe eine Wasserattacke? Muss ja. Jetzt eher nach Boden. Naja. Egal. Sumpex ist vernichtet. Sehr schön. So schlecht ist Altaria dann scheinbar doch nicht, ne? Ja, besiegt. Cool. Oh. Was? Hier sind 1500 noch? Naja, die ist doch pleite. Ich kann mich noch gut an unseren Kampf auf Route 103 erinnern, Jay. Wenn wir damals nicht gegeneinander gekämpft hätten, wärst du jetzt bestimmt nicht so stark, natürlich. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Ich denke darüber nach, langsam nach Wurzelheim zurückzugehen. Ich habe inzwischen eine anständige Anzahl an Pokémon gefangen und mein Pokédex macht gute Fortschritte. Das will ich unbedingt meinem Papa zeigen. Nanu? Was hat denn da in deinem Beutel gerade so geleuchtet? Das erinnert mich an das Leuchten des Meteoriten neulich. Ach egal, vergiss es einfach, ist nicht so wichtig. Und was hast du vor, Jay? Sammelst du alle Arena-Orden, damit du dein Glück in der Pokémon-Liga versuchen kannst? Ja, dachte ich's mir doch. In Ordnung, du gehst weiter auf Ordenjagd und ich versuche meinen Pokédex zu vervollständigen. Naja, ich gehe da mal, mach's gut. Tschüss. Gut, gut. Der Pokémon-Kampf hat die Folge etwas in die Länge gezogen, aber wir schaffen es noch vor 30 Minuten, diese Folge zu beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein. Ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein. Auch am geilen Rosenmontag. Tschüss!